Sind das alte Meisterwerke oder ist das moderne Kunst? Ein Kleid aus Luftpolsterfolie. Eine Schutzfolie für Computermonitore als Kopftuch. Verpackungsmaterial ist der Rohstoff für die Werke von Suzanne Jongmans. In ihrem Atelier im niederländischen Breda hortet die Künstlerin jede Menge Dinge, mit denen verpackt, verschickt und geschützt wird. Wenn es nach ihr ginge, müssten all diese Materialien doch eigentlich viel nachhaltiger verwendet werden. Könnte ein Hut sein oder eine Vase, keine Ahnung. Wenn ich das hier sehe, sehe ich sofort ein Kopftuch. Und wenn ich das sehe, das ist für mich ein Ärmel. Und wenn ich das hier sehe, dann könnte das ein Kragen sein. So ungefähr. Schon als Kind blätterte Suzanne Jongmans fasziniert in den Kunstbänden ihrer Eltern. Bis heute inspiriert sie in erster Linie die altniederländische Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts, vor allem Rogier van der Weyden oder Jan van Eyck. Dabei stellt sie die Werke nicht einfach nach, wie hier van Eycks die Arnolfini-Hochzeit von 1434, sondern sie interpretiert sie neu, mit Hilfe von Styroporkügelchen. Oder Plastikfolie. Ich möchte so etwas wie einen Dialog führen mit denen, die mich inspiriert haben, und dann meine eigene Geschichte daraus machen. Ich finde es lustig, dass es den Werken alter Meister ähnelt, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es Kunst von heute ist. Es hat ein bisschen was vom Jetzt und ein bisschen was von vergangenen Zeiten. Vorbereitung auf das Fotoshooting. Dabei erleben Polystyrolperlen eine zweite Karriere als Heiligenschein. Auch der Schmuck hatte eine Vergangenheit als Paketfüllmaterial. Beim Shooting kommt es nicht auf das eine perfekte Foto an. Suzanne Jongmans macht hunderte Aufnahmen. Verschiedene Ausschnitte, verschiedene Details. Wenn man so will, ist das meine Farbe. Ich schieße verschiedene Fotos und füge sie dann am Computer zusammen. Es geht nicht um den einen Moment. Ich nehme einfach die besten Teile aus jedem Ausschnitt und mische sie. So wie es auch ein Maler macht. Die 41-Jährige lebt und arbeitet mit ihrer Familie in Breda, rund 100 Kilometer südlich von Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande. Sie hat Kunst studiert und experimentiert seit 2007 mit Verpackungsmüll. Ich suche nicht bewusst danach, ich finde sie einfach. Ich habe gerade ein paar Früchte gekauft und das da habe ich gefunden. Toll, oder? Cool, right? Das werde ich essen und daraus werde ich etwas Schönes machen. Die zeitaufwendigste Arbeit in ihrem Atelier beginnt, wenn alle Fotos geschossen sind. Über Wochen setzt sie ihr Meisterwerk aus einzelnen Fotos zusammen. Dutzende von Ebenen fügt sie zu einem einzigen Bild zusammen. So erreicht sie nicht nur eine Tiefenschärfe, die mit der gewöhnlichen Fotografie kaum zu erreichen ist, sondern auch eine leicht hyperreale Ästhetik. Aus dem 15. Jahrhundert ins Jahr 2019. Ihre moderne Interpretation von Jan van Eycks Jungfrau Maria aus dem berühmten Genter Altar. Ich mag es, einer Idee zu vertrauen und diese zu verwirklichen, egal wie verrückt sie erscheinen mag. Ich öffne ein Paket mit diesen schaumartigen Dingern und überlege, was ich daraus machen kann. Zuerst habe ich vielleicht gar keine Idee. Und dann entwickelt sich etwas, das mir wirklich gefällt. Rund 5.000 Euro kosten die großformatigen Fotografien von Suzanne Jongmans. Moderne Meisterwerke, die zeigen, wie aus Kunststoff Kunst werden kann.